Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier in der Natura Akademie im großen Bildungshaus. Wir freuen uns, einen weiteren wichtigen und interessanten Vortrag heute eben anbieten zu können. Und dazu ist es uns große Freude und Ehre, dich, lieber Friedrich, Dr. Friedrich Graf, hier gewinnen zu können und dass du hierher gekommen bist, zu diesem Thema Kinder gesund groß werden zu lassen. Ja, nun die Frage an dich, für wen ist denn dieser Vortrag speziell oder insbesondere sinnvoll und gedacht? Vielleicht vorweg eine Bemerkung, ich komme aus der Gynäkologie und Geburtshilfe, habe mit Homöopathie dort meine meisten Erfahrungen gemacht und erlebt, dass nach Jahren von Hausgeburtsbegleitung mir die Kinder präsentiert wurden für die Fortsetzung dieser Therapie, die die Mütter schon positiv erlebt hatten. Und so bin ich zwangsläufig in die Rolle einer kinderärztlichen Funktion geraten. Und diese hat aber für mich zum Ziel, von Anfang an die Gesundheit der Kinder zu erhalten und zu verbessern. Ja, auch in meiner Praxis ist es so, dass ich oft merke oder zunehmend merke, dass es manchmal mittlerweile Mut braucht, einen eigenen Weg zu gehen. Und so hat mich sehr gefreut, dass ich eben, als ein neues Buch eben kam, auch mit dem Titel auch Rebellion, ne? Also wo man fast sagen muss, man muss leider an bestimmten Stellen auch manchmal ein wenig aufbegehren oder auch Mut entwickeln, andere Wege zu gehen zum Wohle der Gesundheit des Kindes. Aber was wir uns auch wünschen, auf Grundlage von wissenschaftlichen Daten oder Fakten und nicht, weil nur jemand was sagt oder behauptet. Und deshalb finden wir den Vortrag so wichtig, weil wir aufgrund von Informationen zu gewissen Schlüssen und Vorschlägen kommen, wie Sie Ihr Kind eben gesund heranwachsen lassen können. Meine lieben Damen und Herren, ich kann Sie nur einladen. Wir wissen, dass die Inhalte, die hier in dem Vortrag jetzt zur Sprache kommen, dass sie elementar sind für den Weg Ihres Kindes. Es ist ein Vorschlag, ein Entwurf, ein gesundes, starkes, gesundes Kind heranwachsen zu lassen. Von daher herzlich willkommen und wir freuen uns über Ihre Entscheidung. Alles Gute Ihnen. Bleiben Sie gesund. Fieber erleben, weil Fieber ist die ordnende Kraft. Fieber ist mein größter Verbündeter in der Praxis. Und wenn ich die Zeit heute noch finde, dann werde ich Ihnen auch so die ersten Stufen der Fieberbegleitung zeigen. Natürlich werde ich über Fieber reden, weil das ein ganz wichtiges Thema. Und wir sehen, dass heute viele Kinder nicht mehr fiebern können. Was ist da passiert? Es gibt typische Kinderkrankheiten, die im Fokus der Kinderärzte Impfthemen geworden sind. Die sollen nicht mehr stattfinden. Was tun wir da den Kindern an? Also ich habe eigentlich nie erlebt, in meiner ganzen fast 40-jährigen Praxiszeit, dass Kinder im ersten Lebensjahr Masern gekriegt haben. Wenn wir Kinder in die Schule bringen, wünschen wir ja Stabilität, Konzentrationsfähigkeit, geistige Fortschritte. Das heißt, Krankheit ist in der Schulzeit unerwünscht. Und nach dem, was ich beobachtet habe, kann man es so gestalten, dass das da auch nicht mehr auftritt. Dafür ist die Kindergartenzeit da. Ne? Da haben Kinder ihre Infekte, ihre Infektserien, da lernen sie immunologische Fortschritte machen. Die häufigste chronische Kinderkrankheit weltweit, das Asthma bronchiale. Und die führenden Länder sind Australien an erster Stelle, die USA an zweiter und europäische Länder an dritter Stelle. Da, wo viel geimpft wird.